Erster Tag bei der 501. war heiß, sandig, chaotisch und ganz anders als die Simulationen auf Kamino. Natürlich ging es uns allen so. Das ganze Heranzüchten, die ganzen Jahre der Ausbildung, das alles bereitet einen nicht wirklich auf die Schreie oder auf das Blut vor, oder? Ehrlich gesagt wundere ich mich immer noch, dass wir Stunde 1 überlebt haben. Ganz zu schweigen vom ersten Tag. So, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und wir werden Battlefront 2 spielen. Und wir befinden uns hier in dem kleinen Training. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach mal mit dem mit der Klontruppe in dieses Battle rein. Die Simulation ist vorbei, Soldat. Dies ist ein echter Kampf und wenn Sie hier versagen, lernen Sie echte Schmerzen kennen. Und jetzt raus da! Mach ich. Es gab Berichte von Aktivitäten am Kontrollpunkt Alpha. Gehen Sie hin und sichern Sie den Bereich. Okay, wir sollen zu diesem Kontrollpunkt rennen, da wir einzelne Aufgaben bekommen. Schalten Sie sie aus, bevor Sie sich unserer Position nähern. So, gut. Wir sollen Druiden töten. Wer Star Wars ein bisschen kennt und weiß, was die Klonkriege sind, der weiß hier ja schon Bescheid. Den mach so. Passt. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass diese Aufklärer es nicht zu ihrer Armee zurückschaffen. Machen Sie jetzt diesen Feuerregen-Droiden mit ihren Thermaldetonatoren fertig. Das sind die Granaten hier. Gut, aber die Hauptarmee ist hierher unterwegs. Gut. Nehmen Sie das abgestürzte Techno-Union-Schiff ein und sorgen Sie für einen sicheren Stand. Okay. Man soll hier den Kommandoposten, das hier ist ein Kommandoposten, einnehmen, dass hier meine Truppen spawnen können. Unsere Truppen brauchen Gesundheit und Munition. Gehen Sie zum Techno-Union-Schiff und wechseln Sie am Kommandoposten zum Techniker. Okay, ich muss zum Techniker werden. Und an diesen Kommandoposten kann man auch die Klasse des Spielers wechseln. Hier. Jetzt bin ich ein Techniker. Mit ihrem Fusionsschneider den Gesundheits- und Munitionsdroiden. So, Fusionsschneider. Zack. Gesundheitsdroide, gib mir Leben. So. Munitionsdroide, auch perfekt. Die KOS haben eine Kolonne Spinnenkampfläufer geschickt. Gehen Sie zum ATTE und machen Sie schnell. Ich wechsle lieber die Klasse, da man mit dieser Klasse hier mit der ganz normalen Klontruppe besser jetzt kämpfen kann. Aus, bevor sie ernsthaften Schaden anrichten. Ach komm, wir gehen jetzt mal in die Kanone. Oh, Scharfschütze. Ach, was macht ihr da? Wieso rennt ihr in die falsche Richtung? Jetzt übernehme ich halt wieder das Steuer. Ich hoffe, ich überrenne keinen von meinen eigenen Truppen. So. Der ist doch tot. Ach, ich soll jetzt den zerstören, wo der ganz hinten ist. Okay. Ah ne, da ist ja ein weiterer gespawnt. Und bam. Einen Geonosianer hat erwischt und er hat ein Holocron aufs Dach des Techno-Union-Chefs fallen lassen. Wechseln Sie an einem Kommandoposten zur Jet-Truppe-Klasse. Okay. So, Leute, ich bin dann mal eine Jet-Klasse. Einfach mal Reload. Okay, kann ich nicht. Ach, das werdet ihr schon hinkriegen. So. Benutzen Sie jetzt Ihre Sprungdüsen, holen Sie das Holocron und bringen Sie es zum Kontrollpunkt Alpha. Ja, wer weiß, was für Geheimnisse sich darin verbergen.
So. Und ich muss dahin drehen? Okay. Die KOS hat sich im Klippenbunker verkrochen. Gehen Sie hin und übernehmen Sie ihn. Das verschafft uns einen großen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Wieso ist das hier eigentlich Punkt Alpha? Hier ist ja gar nichts eigentlich. Wäre es sinnvoller gewesen, wenn man es dahinter transportieren müsste, zu so einer Basis oder so. Aber nein, man muss einfach in die Pampa hier schleppen. Und reicht es? Ja, es reicht, würde ich mal sagen. So, hier ist der Kommandoposten, den wir einnehmen müssen. Yep. Okay, da oben hängen... Kann ich da was... Scheiße. Ich will da was reinwerfen. Okay, eingenommen. Wir brauchen ein paar Scharfschützen, um einige Droiden auszuschalten und die KOS-Truppen zu schwächen. Schnappen Sie sich ein Scharfschützengewehr und schalten Sie ein paar Droiden aus. Oh, war nicht schlecht, der Droide. Was müssen wir nochmal machen? Zum Scharfschützen wechseln, okay. Wir sind Scharfschütze. Drei Droiden mit dem Scharfschützengewehr erledigen. Okay. Gehen Sie zu einem KP und wechseln Sie zur Klasse Schwere Truppe. Schwere Truppe. Hab ich. Nehmen Sie Ihren Raketenwerfer und geben Sie einer Spinne eine Kostprobe schweres Feuer. Okay. Die Spinne hat noch so gut wie... Ach. Haben eigentlich alle noch recht viel Leben. Gehen wir einfach mal hier auf die Spinne drauf. Ich hoffe, jetzt kommt niemand von hinten. So. Ist er down? Nein, er braucht noch einen Schuss. Und er ist down. Meister Window ist auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Oh ja. Ein Lichtschwert ist nützlich gegen diese Droiden. Reduzieren wir die Verstärkung der KOS ein wenig. Und nun sind wir ein Jedi. Das ist sehr vorteilhaft bei einem Kampf. So, einfach mal Lichtschwert werfen, Gegner von hinten. Töten. So, da war ein Gegner. So, du bist weg. So, der war... Okay, die Kanone habe ich auch kaputt gemacht. Nebenbei. Zack. Zack. Ach, Scharfschütze. Scheiß auf den Scharfschützen. Zack. Ja, ich habe ihn ausgeschalten. Da ist noch ein... Habe ich... Ja, erwischt. Ich habe ihn bei den Beinen erwischt und er ist zusammengebrochen und gestorben. Zack. Oh, ein Geonissaner oder wie auch immer man diese Viecher ausspricht. Wir müssen die KOS zurückdrängen. Übernehmen Sie Ihren Bunker im Norden. Okay, wo ist der? Ach, sorry. Oh, ich bin ja gerade da. Okay, dann passt ja. Okay, Angriffsdroide, abschicht den. Superkampfdroide. Da war ein Superkampfdroide. Und wir haben es geschafft. Möge die Macht mit Ihnen sein. Okay, das war denn das Training. Und wir haben gesiegt. Yay, nach knappen 10 Minuten. Recht gut. Und jetzt sehen wir uns die... Ja, klar. Unglaublich, aber die 501. überlebte den Schmelztiegel von Geonosis. Kampf gestählt und zu allem bereit, was der Krieg verlangte, ging sie daraus hervor. So, und hier sind meine Statistiken. Ich habe 64 Sterne, 26 Abschüsse, 0 Tode und eine Flagge. Abschussorgie 2, naja, nicht gut. Und Staatsfeind 13. Ausdauer, Kriegsheld und Wächter habe ich. Und ja, hier mein... Und hier Gesamt. Rang private. Also das war's für diese Folge und man sieht sich in der nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.